Hallo Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es zwar wieder ein Kati baut live, aber so wirklich ein Set bauen tun wir diesmal nicht. Wir nehmen etwas teilweise auseinander. Es wird spaßig. Es wird wirklich spaßig. Ich habe hier ein Modell stehen. Darauf gehe ich nicht ein. Es ist kein Review hierzu vorhanden und das aus gutem Grund. Denn es geht um das, was da drin steckt und nicht um das Set an sich. Ich brauche die Innereien quasi. Ja, dieses Set ist beleuchtet. Und zwar stecken hier zwei Beleuchtungssets drin von dem T1. Die habe ich damals günstig bekommen können und es war viel, viel billiger als das Beleuchtungsset für diesen Bus. Dementsprechend habe ich zweimal von diesem T1 hier zusätzlich für den Bus die geordert gehabt. Aber mittlerweile habe ich ja schöne Schaukästen bekommen und ich möchte meine beleuchteten Modelle als erstes da drin haben. Die 80er Kultfahrzeuge, die ich jetzt drin hatte, das war ja erstmal nur das, was drin ist und dass es schön aussieht. Ja, auf jeden Fall cool. Aber ich möchte die beleuchteten Modelle als erstes drin haben, denn die stehen jetzt hier noch im Regal und hier hängen überall die Kabel runter. Das finde ich nicht toll. Deswegen kommen die da weg, da hinein. Und da habe ich mir gedacht, weil der hier da nicht reinpasst, von der Größe her, wird dieser hier entleuchtet quasi. Nicht beleuchtet, sondern entleuchtet. Und stattdessen bekommt dieses hübsche Modell hier eine Beleuchtung. Denn der hat ähnlich den Aufbau, ähnlich wie gesagt, ich muss ein paar Sachen vielleicht umbauen, aber ähnlich wie beim T1. Und das zweite Modell, was wir beleuchten werden, wird das Blue Bricks Taxi. Jawohl! Auch das bekommt eine Beleuchtung, ebenfalls vom T1. Denn der T1, das kann ich euch jetzt an dem Bus zeigen, hat hier vorne diese runden, sag schon, Scheinwerfer. Diese Inverted Round Plates in durchsichtig. Und die hat ebenfalls dieses Taxi. Und die hat ebenfalls dieser Käfer. Und deswegen denke ich mir, kann das gut funktionieren? Ich hoffe. Es wird ein bisschen schwierig bei den Rückleuchten, denn wir haben hier kleine, niedliche Slopes. Und hier haben wir Trans-Red Slopes. Ich hoffe, dass ich damit meinen, ja, ich sag mal, Löterfahrungswerten das hier entfernen kann. Denn wir haben hier bei dem Bus, also jetzt quasi vom T1 übernommen, das ist schon hier anders. Normalerweise hat der Bus hier hinten flach die Lichter drauf. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier so ein Brick drauf gelassen, weil die waren beim T1 halt so. Normalerweise käme das jetzt hier so hin. Und ich will versuchen, das Kabel hier rauszuholen, vorsichtig, und die LEDs direkt anzulöten an die Steine. Das könnte ein schwieriges Unterfangen werden. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht in diesem Live-Video machen. Aber wir bauen das jetzt schon mal aus. Und dann sehen wir uns, wenn ich dann das noch in dieser Folge schaffen sollte, wieder, nachdem ich diese Rückleuchten bearbeitet habe. Aber erstmal bauen wir das jetzt hier aus. Viel Spaß dabei! Ich bin gespannt. Wir wechseln jetzt die Kameraperspektive wieder mal. So. Und das ist jetzt alles live, unvorbereitet. Wir zerlegen jetzt das hübsche Teil. Das geht hier schon gut los. Warum gucke ich da eigentlich drauf, ob da was draufsteht? Das ist Leppin. Da brauche ich nicht drauf gucken. Die Sets sind nicht viel älter als Big Ben und Tower Bridge. Die Sets, das Set hier. Nee, ein zurück. Da war er, glaube ich. So, genau. Und der muss hier hin. Was mache ich denn da eigentlich? Hier frage ich mich, was das soll. Hat das irgendeine Bewandtnis, dass da solche Brackets sind? Habe ich da was vergessen hinzubauen? Könnte sein, ne? Vielleicht. Egal.
Hat gehalten. Muss weiterhin halten. So, jetzt müssen wir den hier vorne abreißen. Denn hier vorne befinden sich quasi die Frontscheinwerfer des zweiten Sets. Und was jetzt ganz spannend ist, sind noch die Blinker. Denn die Blinker vom zweiten Set sind die Spiegelblinker gewesen. So. Das müssen wir auch gleich hier alles noch rausfädeln. Das wird nicht leicht werden. So, da haben wir die zweite. Ach nee, genau. Nee, nee, nicht die anders. Die eine Seite sind die Blinker von oben, also vom ersten Set. Und die andere Seite sind die Blinker von unten, also vom zweiten Set. So habe ich das gemacht. Nicht die Spiegel 1 und die seitlichen 1, sondern, nein, nein, rechts 1 und links 1. So habe ich es aufgeteilt gehabt. Ja, das ist jetzt mal wieder was ganz anderes, ne? Wie so oft jetzt in letzter Zeit. Immer wieder was Neues. Aber mir hat das nicht mehr so gefallen, weil es halt nicht richtig war. Und dementsprechend nutze ich die Beleuchtung jetzt an anderer Stelle, wo sie erstmal mehr Sinn ergibt. Ich habe jetzt natürlich nicht kontrolliert, ob alle LEDs noch funktionieren. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Das habe ich hier eingeklemmt, genau. Da wollte ich clever sein. Naja, ist ja auch eigentlich clever. Das habe ich dazwischen gelegt, damit das nicht abhauen kann. Und hier ebenfalls schön unter der Bank entlang. Das heißt, ich muss hier über die Sitzreihen entfernen. Hier hinten müssen wir auch abmachen. Hilft alle nichts. Da ist das Kabel. Die Verlängerung habe ich schon abgemacht. Hier war eine Verlängerung dran. Und jetzt müssen wir die kompletten Sitzreihen einmal abnehmen. Damit wir hier alles rauskriegen. Ja, hier habe ich die zwei Rückleuchten versteckt von dem oberen Set. Wie man an dem Beleuchtungsset sehen kann, es ist halt ein sehr billig gemachtes, aber es funktioniert. Und es war wirklich günstig. Was hat es gekostet? 7 Euro, meine ich. Das war wirklich nicht teuer. Warum hast du dich jetzt hier verheddert? Was soll der Blödsinn? Ach, du bist da drüber gerollt. So, da haben wir schon eins befreit. Das ist doch gut. Wir können auch gleich einmal gucken, ob das soweit in Ordnung ist. Oder ob das schon irgendwelche Fehler hat. Das will ich jetzt mal nicht hoffen. Und jetzt bauen wir erstmal wieder alles zusammen. Denn der Bus soll ja Bus bleiben. Nur nicht mehr beleuchtet. Upsi, zu doll gedrückt, nichts passiert. Was haben wir denn da drunter liegen? Also hier beim Lapin-Set merken wir zwischendurch echt eine nicht so tolle Klemmkraft bei den C-Clamps zum Beispiel. Diese hier lassen sich alle sehr leicht umklappen. Da braucht man nur ganz leicht gegenstoßen und schon kippt sie um. Ach, das war das Ticket. Ja, das Ticket muss unten wieder in den Ticket-Dingens rein. Und ja, es ist halt Lapin.
Auch hier haben wir schon eine ganz, ganz starke Farbabweichung. Das war mal rot. Das ist ziemlich verblasst. Jetzt ist es rosa. Naja, nee, es ist pink. Pink ist es, nicht rosa. Jetzt mache ich schon den gleichen Fehler, der mich immer bei den Kerlen aufregt, die auch solche Farbtöne nicht so toll unterscheiden, scheinbar. Für die ist alles rosa, da gibt es kein Pink. Oder nur, es gibt Pink und es gibt kein Rosa. Also, nein. Mag ich nicht sowas. Das möchte ich gerne, dass man das den Unterschied doch sieht. Also, das kann ich nicht haben, wenn da einer zu Pink-Rosa sagt oder umgekehrt. Nein, 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 nein. Könnte ich auf eine Palme gehen, könnte ich da. Da kommt der innere Monk in mir durch, aber sowas von. So. Und dann kommen wir gleich zu der unteren Etage. Dann nehmen wir erstmal. Ach so, ja, das Dach ist lose, logisch. Lever. Dann nehmen wir erstmal. Aber hier muss ich Teile austauschen. Die haben keine Klemmkraft mehr. Seht ihr das? Das ist hier. Ja. Oh. Wo wir von keiner Klemmkraft sprechen. Gut. Jetzt kommen wir zu der unteren. Die untere, dafür müssen wir jetzt hier das am Heck ganz schön was abbauen. Denn die sind hier durchgefädelt. Und das war hier interessant zusammengebaut. Das war auch mit C-Clamps irgendwie gelöst. Genau. So. Nehmen die hier ab. Die ist schon mal raus. Aber dafür, dass das alles rote Steine sind, hat Leppin das doch in einer echt sehr passablen Qualität hinbekommen. Denn durchaus hat man hier immer noch eine bessere Klemmkraftqualität bei den roten Steinen als bei dem elendigen, ja, ihr könnt es euch schon denken, letzten Set in diesem Format. Der Ferrari, der Blue Bricks Ferrari, der Magnum 308 GTS. Um Gottes Willen, was war das für ein. Dagegen sind diese roten Teile Gold wert. Tatsächlich. Tatsächlich. Die haben zwar auch eine nicht so hohe Klemmkraft, aber deutlich besser. Deutlich. So. Hier müssen wir einmal vorne durch die Scheibe durch und durch den Motorraum durch. Denn im Motorraum habe ich die Kabel für dieses hübsche Frontlicht versteckt. So, das ab, dadurch. Das geht ja schneller, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte das komplizierter verdrahtet gehabt. Aber das, wisst ihr, seit wann das da drin ist? Seit wann ich das umgebaut hatte? Ebenfalls im gleichen Jahr, wo ich das Modell gekauft habe. Sprich 2017. Eine ganze Weile her. Eine ganze, ganze Weile her. Und so lange hängt das da schon drin. Und teilweise ist hier sogar schon das Orange verblasst von den Steinen. Das ist teilweise transclear hier, sehe ich gerade. Also es ist wirklich kein qualitatives Beleuchtungsset, aber es tut seinen Zweck. Und ich bin mal gespannt, wie gut ich vielleicht das Plastik auch geschmolzen bekomme, sodass ich die LEDs neu irgendwo in Steine reinsetzen kann. Weil es macht ja durchaus Sinn, die LEDs weiter zu benutzen. Auch hier habe ich es wieder unter den Sitzen langgelegt, was ja eigentlich clever ist, aber doof, wenn man das daraus haben möchte. So, hier noch eine ab.
Und dann haben wir es schon befreit. Ach, das war noch dahinter der Bar. So, ich muss die Bar einmal kurz ab. Auch das ist raus. Aus die Maus. Ach, siehste, jetzt weiß ich es. Das kam hier nämlich auf eine 1x3. Ich dachte, das käme da direkt drauf. Ich zeige euch das sofort. Das ist aber mein Fehler. Ich dachte, das kommt hier so direkt drauf. Nein, da kommt eine 1x3 in Grau drunter. Seht ihr das? Und dann kommt das Beleuchtungsdingens drauf. Hier hatte ich die nämlich noch drunter, hier nicht mehr. Da habe ich die wohl vergessen. Dann muss ich hier noch eine 1x3 in Grau mir aus dem Vorrat holen und das wieder herstellen. Aber das ist ja kein Problem. Jetzt erstmal die Sitze wieder herstellen. Moment mal. Habe ich hier oben einen verloren? Jo, habe ich. Als ich vorhin das Dach auf den Kopf gedreht habe. Eieiei. Da habe ich hier oben was angerichtet, als das Dach abgeflogen ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Welch Schaden angerichtet. Welch Grauen. Jetzt komme ich auch noch an die Maus und die Maus macht mir hier ein Menü auf und legt sich über meinen Kontrollbildschirm. Das ist clever. Weg mit dem Ding. So. Das muss da wieder dran. Heißt, du kommst einmal ab. Wolltest du mich ärgern? Und ich hoffe, dass ich diesmal die Uhr im Blick behalte. Ich habe mal wieder keinen Timer gestellt. Aber das sollte gehen, weil das hier ist ja kein großes Ding, was ich jetzt hier mache im Prinzip. Ihr seht ja schon, ich bin ja schon wieder am Herstellen des Fahrzeugs. Die Beleuchtung ist ja schon raus. Also das hat ja funktioniert. Insofern kein Thema. So. Kommen wir wieder zum Erdgeschoss. Das habe ich irgendwo noch verloren. Das muss ich gleich suchen. Ist irgendwo abgegangen. Das muss dahin. Das muss dahin. Hier fehlt die Sitzbank. Also das Sitzkissen alleine so. Und dann kommt das da dran. Und hier haben wir noch eine letzte. Zack. Und jetzt suchen wir mal den Punkt. Oh, hier ist auch eine Fliese weg. Okay. Die ist aber nicht hier gelandet irgendwo. Die scheint länger zu fehlen. Die muss ich beim Umzug verloren haben und habe es dann gar nicht festgestellt. Das ist sehr, sehr gut möglich. Das Ding ist ja auch schon zigmal umgezogen. Seit den vielen Jahren. Genauso oft wie der Big Ben, wie die Tower Bridge. Logischerweise. Und dementsprechend, ja, habe ich das nicht gemerkt, dass das hier weg ist. Gut, habe ich aber. Das ist nicht das Problem. Kommt eine neue dran. Aber hier sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwo die Schlupf fehlt. Nö. Hier fehlt keine Schlupf. Ah, ich sehe es. Hier vorne. Aha. Da fehlt sie. Da ist sie abgegangen. Nee, gar nicht. Moment. Da saß das Licht. Das habe ich ja abgemacht. Hier. Hier fehlte sie. Da. Genau. Wunderbar. Der ist wieder hergestellt. Kommt jetzt erstmal wieder weg. Um den Rest hiervon kümmere ich mich dann später außerhalb dieses Videos, weil das hat jetzt hier ja eigentlich nichts verloren. Warum habe ich den Laptop? Hä? War ich das? Ups.
Ach so, ich habe gerade den Laptop. Ja, stimmt ja. Ich habe den hochgehoben, weil ich was unter dem Laptop suchen wollte. Alles klar. So. Wir haben jetzt zwei Beleuchtungen. Moment, das Ticket muss noch weg. Das Ticket kommt hier in den Ticketkasten. Damit es nicht verloren geht. Wir haben jetzt hier zwei Beleuchtungssets und ich denke mal, wir werden die jetzt einmal erst testen. Sicher ist sicher. Und dann bin ich schon wieder an die Kamera gekommen. Na toll. Standbild auf der Kopfkamera. Moment, das haben wir gleich. Ich muss dazu mal gerade unterbrechen. Und da bin ich wieder da. Ja, es ist Käse. Dieser Laptop hat ganz empfindliche USB-Buchsen. Leider, leider, leider. Wenn ich da nur einmal dran komme, ist sofort die Kamera weg. So, hier haben wir schon eine kaputte, so wie es aussieht. Scheiße. Nicht so toll. Oder? Das kann aber auch hier. Nein. Hier ist ein Rücklicht kaputt. Ein Rücklicht ist Schrot. Schade. Die anderen gehen alle soweit. Aber ein Rücklicht geht nicht. Das ist kaputt. Äußerst schade. Dennoch werde ich das einbauen. Ich werde es dennoch einbauen. Mal gucken wie. Aber werde ich auf jeden Fall machen. Jetzt gucken wir uns das zweite an. Hier gehen beide Rückleuchten. Die gehen auch. Und hier gehen alle. Jawohl. Ah, jetzt weiß ich auch, was mich hier so ein bisschen gestört hat. Weswegen ich das nur für den Bus genommen habe und nicht für was anderes. Wir haben hier nur zwei orange Lämpchen und keine vier. Normalerweise würde es ja Sinn machen, wir hätten auch für hinten zwei. Die haben wir hier aber nicht. Allerdings haben wir weiße. Ah, das sind aber diese fertigen. Nee. Mal gucken. Da lasse ich mir was einfallen, aber das mache ich jetzt nicht in diesem Video. Wie gesagt, es gibt jetzt einen Cut. Es gibt jetzt einen Cut und drückt mir die Daumen, dass das soweit klappt. Ich werde jetzt hier ganz vorsichtig die Steine aufschneiden, weil das ist hier reingeklebt und das kriege ich hier sonst nicht heile raus. Das muss ich also ganz vorsichtig aufdremeln, ohne die Kabel zu beschädigen. Und dann werde ich die woanders einlöten. Ja, das ist, denke ich mal, der Plan. Und dann kommen die in diese Modelle. Seid gespannt! Ja, ich habe es schon alles fertig eingebaut. Das ist jetzt nicht, um euch zu ärgern oder ne, die Zeit schnell rumzukriegen, dass wir es in dieser Folge schaffen. Nein, der Hintergrund war, ich musste hier und da ein paar Steine auch bearbeiten. Und das wollte ich euch jetzt vor der Kamera nicht zumuten. Beim Panlos hier, bei dem Bumblebee, da war es sehr extrem. Da musste ich hier richtig riefen in den Stein reinmachen, dass das Kabel da drunter unter der Slope vernünftig lang führt und die LED dann anschließend hier drin sitzt. Deswegen ist auch der Noppe, der untere hier unter der Slope, jetzt hohl, damit die LED da reinpasste. Das wollte ich euch wie gesagt nicht zumuten. Es reicht, glaube ich, dass ich es erzähle. Und bei dem von Blue Bricks habe ich diese Plate einmal eins durchsichtig, die Noppe in der Mitte quasi ein Loch reingebohrt, damit ich von unten in den Slope reinkomme. Und das ist mir, denke ich, ganz gut gelungen. Und es funktioniert alles Bombe. Und somit haben wir die beiden jetzt hier beleuchtet. Einziger Unterschied beim Käfer, damit ich da nicht zu viel noch die Steine bearbeiten musste, habe ich hier die Plate zusätzlich drunter gelassen. Sonst hätte ich da ja dieses hier, dieses Konstrukt,
speziell bearbeiten müssen, weil hier in der C-Clamp, da hätte ich dann ein Loch reinbohren müssen und dadurch dann mit dem Kabel für die LED durch. Und das wollte ich nicht. Das wäre zu aufwendig gewesen. Wer schon mal in einen Stein reingebohrt hat oder gedremelt hat, der weiß, wie schnell der Bohrer ja, das Plastik erhitzt und dieses heiße Plastik dann quasi daran hochläuft und das kriegt man super geil ab danach. Deswegen, je weniger, desto besser. Aber die Kabel sind alle gut versteckt. Man sieht hier nirgendwo die Kabel. Das ist wirklich gut gelungen. Die habe ich alle schön verstecken können, außer hier vorne. Aber es ist ja schwarz. Man kann es ganz, ganz leicht erkennen, dass da die Kabel neben der bis zur Stoßstange runterführen. Aber hätte ich das jetzt nicht gesagt, hättet ihr es gemerkt? Ich glaube nicht. Und hinten sieht man sie tatsächlich auch hier zwischen, wenn man darauf hingewiesen wird. Ja, ein Licht ist leider kaputt. Schade, schade. Ja, ich weiß auch warum, weil die LED da ab war. Die ist durchgebrochen in der Mitte. Ein paar Sachen gibt's. Wenn jetzt nur das Kabel abgewesen wäre, hätte ich es neu angelötet. Aber wenn die LED in der Mitte durchgebrochen ist, ja, doof. Da müsste eine neue dran. Genau gesagt, ist es ja keine LED, sondern eine SMD. Ja, ich stelle es aber sowieso so in den Kasten und dann sieht hinten sowieso keiner. Von daher, top. Wunderbar. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt ein etwas anderes Kati baut live. Und mit Cat-Content scheinbar wieder. Hallo Penelope. Du kriegst nicht mehr. Nur weil du wieder ein Katzenfutter hast, was du jetzt gerne isst, heißt das nicht, dass du automatisch mehr bekommst. So, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und schaut auch gerne mal auf meinen Zweitkanal. Ich habe jetzt einen eröffnet seit Neujahr. Allerdings braucht ihr da jetzt nicht hoffen, dass da viel kommt. Das ist einfach nur just for fun, sehr unregelmäßig. Und da, ich habe zwar im ersten Video gesagt, dass es hauptsächlich um Gesellschaftsspiele gehen wird, ist aber so gar nicht richtig, denn eigentlich allgemein um Spiele. Weil ich mache ja auch viel Spiele am PC, an der PS4, an der Xbox. Und auch da kann ich dann das ein oder andere vielleicht mal mitfilmen. Ja, aber das sei es jetzt hierzu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Baut rein. Tschüss! Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen auf einem neuen Kanal in diesem Video. Genau. Nein.